Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 9 der Reihe über Geschichte und Fiktion und möchte Ihnen heute den Roman von Daniel Kehlmann vorstellen, Die Vermessung der Welt, herausgekommen im Jahr 2005. Ich habe den Roman jetzt wieder neu gelesen für diese Zeichensetzungsfolge und mich wieder amüsiert und begeistern können an der Art und Weise, wie Kehlmann die Geschichte von zwei historischen Persönlichkeiten erzählt, die wichtig geworden sind für Europa und für die moderne, industrialisierte Geschichte Europas im 19. und 20. Jahrhundert. Nämlich, da ist zum einen der Mathematiker Carl Friedrich Gauss, Mathematiker, Astronom, Geodät, hat in verschiedenen anderen Fächern auch noch sein mathematisches Genie bewiesen. Und zum anderen der Weltreisende und Naturforscher Alexander von Humboldt. Beide haben das Wissenschaftsbild Europas im 19. und dann damit auch letztlich im 20. Jahrhundert ganz entscheidend geprägt und den Siegeszug der europäischen Kulturen über die Welt möglich gemacht, letztlich auch so etwas wie Kolonien, Imperialismus, das basiert auf Grundmomenten der Wissenschaftsgeschichte, die diese beiden Männer mit befördert haben. Ich erzähle Ihnen erst ein bisschen etwas über Daniel Kehlmann persönlich. Geboren wurde er am 13. Januar 1975 in München, lebt jetzt in Berlin und ist der Sohn eines österreichischen Regisseurs Michael Kehlmann und einer deutschen Schauspielerin Dagmar Mettler. Väterlicherseits stammen die Ahnen aus Wien. Sein Großvater war ein expressionistischer Schriftsteller, Eduard Kehlmann, und der in Wien gelebt hat. Und dorthin zog dann auch die Familie 1981, bedingt durch den Beruf des Vaters, der hin und her pendeln musste zwischen Wien und Deutschland. In Wien machte Kehlmann seinen Schulabschluss, studierte Germanistik und Philosophie, was man auch in seinen Romanen merkt. Ein gebildeter, studierter Autor, klassische Bildung auch. Wollt hat dann eine Diplomarbeit über Schiller geschrieben und wollte schließlich über Kant seine Doktorarbeit schreiben. Das hat er aber abgebrochen, nachdem sich die ersten schriftstellerischen Erfolge abgezeichnet haben. Mit der Vermessung der Welt 2005 ist ihm wirklich ein Weltroman gelungen, der ihn weltberühmt gemacht hat, eine Riesenauflage, übersetzt in viele Sprachen, international besprochen worden. Und Kehlmann war vorher schon ein bekannter Autor, aber dadurch ist er nun wirklich weltberühmt geworden. Nicht zuletzt auch deswegen, weil der Roman dann ja auch verfilmt worden ist. 2001 war er dann schon Gastdozent für Poetik an der Johannes Gutenberg Uni Mainz. Dann hat er 2005/2006 eine Poetikdozentur an der Fachhochschule Wiesbaden gehabt. Dann eine Poetikdozentur in der Uni Göttingen, an der Uni Köln, an der Frankfurter Uni. Also er ist dann weitergereicht worden, auch an die Universitäten, und hat dort seine Vorlesung gehalten. Mitglied der Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur, der Freien Akademie der Künste Hamburg, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Mitbegründer des PEN Berlin. Verheiratet und Vater eines 2009 geborenen Sohnes. Kehlmann hat sich auf vielen Gebieten hervorgetan, literarischen Gebieten hervorgetan, als Essayist, Literaturkritiker, unter anderem für die Frankfurter Rundschau, die FAZ, für den Spiegel. Er hat fürs Theater gearbeitet, Bearbeitungen gemacht, aber auch selbst
Theaterstücke geschrieben, genau, die dann auch wirklich bis heute aufgeführt werden. Er hat Bücher aus dem Englischen übersetzt. Er hat Hörspiele geschrieben, eine Unmenge an Texten veröffentlichen können und wurde ausgezeichnet mit so vielen Auszeichnungen. Fast ja, dann alle 2 Jahre bekam er eine große Auszeichnung. Ich nenne Ihnen nur ein paar. Förderpreis des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft 1998. 2003 Förderpreis des Österreichischen Bundeskanzleramtes. 2005 Konditpreis des Literarischen Vereins Minden. Dann Shortlist 2005 für den Deutschen Buchpreis mit der Vermessung der Welt. 2006 Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Im selben Jahr Heimito von Doderer Literaturpreis. Im selben Jahr Kleistpreis. 2007 Weltliteraturpreis. 2008 Per Olof Enquist-Preis. Thomas Mann-Preis. 2012 Nestroy-Theaterpreis. 2018 Friedrich Hölderlin-Preis. Im selben Jahr Frank Schirmacher-Preis. Dann nenne ich Ihnen nur noch 2021 Elisabeth Langgässer Literaturpreis für das Gesamtwerk. Und dann hat er in 2022 in Marbach eine berühmte Schillerrede gehalten, die bekannt, berühmt geworden ist und aus der ich Ihnen auch später zitieren werde. Unmengen an Romanen. Ich und Kaminski, eben wie gesagt, die Vermessung der Welt, Ruhm, Till, das sind Romane, die viele von Ihnen gelesen haben werden. Und sein Roman Die Vermessung der Welt wurde dann auch wirklich 2012 verfilmt. Und dadurch ist dieser Roman natürlich dann auch weltweit berühmt geworden. So. Bevor wir uns dem Roman zuwenden, noch einmal ein bisschen etwas Allgemeines zu Kehlmanns Arbeiten. Kehlmann lebt das Erfinden von Geschichten. Erzählen, das bedeutet für ihn eben einen Bogen spannen und dort, wo zum Beispiel in der Wirklichkeit Unverbundenes, Unverbindliches nebeneinander steht, daraus eine Folgerichtigkeit zu machen und eine Struktur zu entwickeln, das interessiert ihn sehr. Und letztlich bestimmt das natürlich auch seine Romane, die mit historischen Persönlichkeiten zu tun haben. Denn da muss man einzelne Fakten, Überlieferungen zu einem Sinnganzen zusammenfügen und ihm Struktur und Folgerichtigkeit geben. Seine Helden sind in der Regel extreme Naturen. Entweder sehr oberflächlich, oder extrem begabt, eben wie Gauss und auch Alexander von Humboldt. Und interessant ist dann eben für ihn auch, wie diese Karriere ihr Leben gestalten, wie sie sich aufbauen, wie sie auch Erfolge haben und dann auch, wie sie scheitern und warum sie scheitern. Sie stoßen mit ihren Fähigkeiten oder Unfähigkeiten an die Grenzen der Realität, der sie umgebenden historischen Realität und überschreiten auch die Wirklichkeit einer Zeit, sodass man Kehlmann auch schon oft als magischen Realisten beschrieben hat, der sich dann eben auch an eine Tradition wie die der lateinamerikanischen Autoren anknüpft, Gabriel García Márquez zum Beispiel.
Und auch das werden wir hier in diesem Roman, der es eigentlich mit zwei Naturwissenschaftlern zu tun hat, beobachten können. Worum geht es in dem Roman Die Vermessung der Welt? Also zum einen um Carl Friedrich Gauß. Geboren wurde Gauß 1777 und gestorben ist er 1855. Und zum anderen der Naturforscher und Weltreisende Alexander von Humboldt, 1769 geboren und 1859 gestorben, also älter als Gauß und später gestorben. Die beiden Männer standen tatsächlich in ihrem Leben auch in Kontakt zueinander und auch das, davon erzählt der Roman. Der Roman setzt ein mit einer Reise von Gauß nach Berlin 1828, von Göttingen nach Berlin, wo er an der 17. Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte teilnehmen soll, eine Tagung, zu der ihn Alexander von Humboldt eingeladen hat. Und das ist sozusagen der Beginn, der nach einer längeren Erzählung auch wieder aufgegriffen wird. Und da in diesem Jahr und auch später begegnen sich dann eben beide Männer. Anschließend an diesen Beginn, an diese Einbindung in das Jahr 28, wird dann chronologisch das Leben dieser beiden Männer geschildert. Gauß, der in sehr ärmlichen Verhältnissen aufwächst, eine große Liebe zu seiner Mutter entwickelt, der dann aufgrund von sensationellen, genialischen Leistungen in der Schule ein Stipendium des Herzogs von Braunschweig bekommt, Mathematik studieren kann, um sich und seine Familie zu erhalten, auch Landvermesser wird, der heiratet eine Frau, Johanna, der ein berühmtes mathematisches Buch herausbringt, die Disquisitiones Arithmeticae, der eine Sternwarte leitet, der nun ganz in sein Landvermesser ist, Geodät, der sich in auch der Statistik widmet, also der statistisch-mathematischen Ausrichtung, damit auch für die Versicherungen interessant wird, der nach dem Tod seiner Frau, deren beste Freundin Minna, heiratet, die er eigentlich gar nicht mag. Er bekommt mehrere Kinder, das erste Kind, die Geburt des ersten Kindes, das passt doch ganz einfach. Zum Schluss des Romans wird ihm sein Sohn aus zweiter Ehe, Eugen, zur Seite stehen. Ein Sohn, den er nicht achtet und auch ständig herunterputzt. Auf der anderen Seite ein Mann aus ganz reichen Verhältnissen, adligen Verhältnissen, Alexander von Humboldt, mit dem älteren Bruder Wilhelm von Humboldt, die beide sehr behütet, sehr wohlerzogen, wohlunterrichtet aufwachsen, schon früher eine Konkurrenz zwischen den beiden Brüdern. Sie gehen dann auch verschiedene Wege, eben Wilhelm, der auf dem Bildungssektor aktiv wird, und Alexander, der Weltreisende wird. Alexander von Humboldt lernt dann auf einer Reise durch Frankreich Aimé Bonpland kennen, einen Franzosen, mit dem er dann Reisen in die spanischen Kolonien und Lateinamerika unternehmen wird. Er reist um den Orinoco herum, den Amazonas bereist er, Neu-Andalusien. Er kriecht in Höhlen, er erforscht die Welttheorien, nämlich ob die Welt durch Vulkantätigkeit oder Wasser, Neptunismus oder Vulkanismus, so heißen die beiden Theorien, entstanden sind. Er macht sich selbst immer wieder zum Versuchsobjekt. Zum Beispiel injiziert er sich Curare, ein Gift, was absolut tödlich ist. Und er kann dann eben feststellen, dass es nur tödlich ist, wenn es in die Blutbahn
injiziert wird. Wenn man es so schluckt oder so, dann passiert nichts. Er besteigt den höchsten Berg der damals bekannten Welt, den Chimborazo. Er besteigt ihn nicht ganz und mogelt dann auch, als er behauptet, er habe ihn ganz bestiegen. Er kommt nach Mittelamerika in die Ruinen von Teotihuacan, entdeckt dort die alten Kulturen der Azteken und Mayas und wird konfrontiert mit einer anderen Welt. Er trifft schließlich mit dem amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson zusammen. Diese kleine Begegnung werde ich Ihnen nachher auch vorlesen. Dann, nach den Kapiteln bis 10, knüpft Kilman wieder an den Anfang an. Und nun begegnen sich Gauss und Humboldt und tauschen ihre Lebenserfahrungen und Ansichten über die Welt aus. Bei diesem Treffen ist auch Eugen dabei. Und Eugen, aufgrund eines unglücklichen Umstands, wird verhaftet von der Polizei, weil man glaubt, er habe Teil an einer verbotenen Studentenversammlung, einer aufrührerischen, revolutionären Studentenversammlung. Gauss und Humboldt versuchen, ihn aus dem Gefängnis freizubekommen, aber eigentlich ist Gauss nicht so stark daran interessiert. Es gelingt Humboldt schließlich, Eugen aus dem Gefängnis freizubekommen. Und der Schluss ist, wie Eugen nach Amerika auswandert. Diese letzten Jahre der beiden Wissenschaftler sind dann auch geprägt von Verfall. Zum einen wird Humboldt nochmal eine Reise nach Russland unternehmen und will dort noch einmal richtig als Naturforscher und Weltentdecker fungieren, und er wird so vereinnahmt von Militärpolizei, dass er gar nicht mehr frei forschen kann. Seine technischen Geräte sind auch überholt. Und auf der anderen Seite Gauss, der im Alter seine geistigen Fähigkeiten lassen nach. Und er merkt auch den geistigen Verfall, kann sich nicht mehr orientieren in einer Großstadt, in einer beginnenden Großstadt, wie es Berlin eben ist. Und es ist ein Verfall dieser beiden Persönlichkeiten, wenn man so will, ein gewisses Scheitern ihres Lebenswerks oder der Fortführung ihres Lebenswerks müssen Sie bemerken. Wie erzählt Kehlmann die Geschichte dieser beiden Personen? Einmal von der Erzählweise her gesehen. Wir haben es mit einem allwissenden Erzähler zu tun, der den Hauptpersonen sehr eng folgt. Immer aufeinander, Gauss, Humboldt. Und er steht ihnen zur Seite, er verfolgt sie, aber er ist allwissend. Er weiß Bescheid über ihre Gefühle, was sie umtreibt. Wobei, was ihre Gefühle angeht, das sind beide relativ emotionslose Gestalten. Aber er weiß eben als allwissender Erzähler ganz genau, was sie umtreibt. Und diese Erzählhaltung entspricht nun natürlich auch der allgemeinen Auffassung des frühen 19. Jahrhunderts, wo die Welt nach Kant Gott zwar aus der Welt erkenntnistheoretisch herausgeworfen hat, aber Gott ist noch da im Ansichtsein. Er hält sich nur heraus, er greift nicht ein in die Lebensgeschichte, kommentiert nicht, moralisiert nicht, und genau so verhält sich auch der allwissende Erzähler in dem Roman. Vom Text her, das sind einfach geschriebene Sätze, man kann sie ohne Probleme lesen, sie entsprechen in nichts den komplizierten Sätzen eines Kleist oder auch dem Wortschatz eines Goethe oder Schiller. Heutige Schüler und Schülerinnen haben ja damit oft große Probleme, aber mit Kehlmann haben sie ganz sicher keine Probleme. Kennzeichnend für dieses Werk ist auch die indirekte Rede.
Mit ganz, ganz wenigen kurzen Ausnahmen wird die Rede immer indirekt wiedergegeben. Also ein Erzähler sagt, der allwissende Erzähler sagt, der habe das und das gesagt. Ich lese Ihnen ein Zitat vor, was auch nachher eine wichtige Rolle bei den Rezensionen gespielt hat. Humboldt hält einen Vortrag und in dem Vortrag sagt er dann Folgendes in indirekter Rede. So steige das Leben durch Stadien wachsender Verbergung seiner Organisation, bis es jenen Sprung mache, den man getrost den weitestmöglichen nennen könne, dem Blitzschlag der Vernunft. Hin zu ihm finde keine Entwicklung in Graden statt. Die zweitgrößte Beleidigung des Menschen sei die Sklaverei. Die größte jedoch die Idee, er stamme vom Menschen ab. Ja? Das ist ein Zitat, was später auch eine Rolle gespielt hat bei einer Kritik an diesem Roman. Der Stil ist distanziert, lakonisch, amüsiert. Die Hauptpersonen regen, ihr Verhalten regt zum Lachen an. Sie werden ganz offensichtlich nicht so ganz ernst genommen. Es ist ein bisschen, als würden diese zwei Großen der abendländischen Wissenschaftsgeschichte veräppelt. Also auch schon der Beginn ist, also Gauss muss da zu einer Tagung kommen und er verkriecht sich sofort im Bett. Er weigert sich, aus dem Bett auszusteigen. Nun also versteckte sich Professor Gauss im Bett. Als Minna ihn aufforderte, aufzustehen, die Kutsche warte und der Weg sei weit, klammerte er sich ans Kissen und versuchte, seine Frau zum Verschwinden zu bringen, indem er die Augen schloss. Ja, hier wird ein alter Mann in seiner auch Erbärmlichkeit gezeigt, der nicht zu einem großen Mathematiker, dem Fürsten der Mathematik, zu haben scheint. Und das hat Kehlmann nun auch dem Roman zu großer Kritik verholfen. Man habe gesagt, der Roman sei nicht authentisch. Er habe inhaltliche Unstimmigkeiten, zahlreiche Abweichungen von der historischen Realität. Ja? Er ist stark kritisiert worden. Ich komme nachher darauf zu sprechen, dass Kehlmann keine klassische historische Biografie ja schreiben wollte. Er wollte erfinden. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber so hat er gesagt, beispielsweise habe er die Erfindung der Daguerreotypie, also der Fotografie, in die Handlung eingebaut, die tatsächlich sehr viel später erst erfunden wurde. Auch die von Gauss entdeckte sogenannte Osterformel zur Berechnung des Osterfestes wird in die Jugendzeit verlegt. Und er war sich durchaus bewusst, Kehlmann, dass er historisch nicht korrekt wiedergibt. Andere Kritiker haben behauptet, der Humboldt-Biograf Thomas Richter, Zitat, die historischen Ereignisse sind in diesem Roman exakt wiedergegeben. Und so schwankt dieser Roman, die Kritik an diesem Roman, immer zwischen Fiktion und Realismus. Und gerade dieses Zitat, die größte, zweitgrößte Beleidigung des Menschen sei die Sklaverei, die größte, aber die Behauptung, er stamme vom Affen ab, das ist eben nun sei tatsächlich falsch. Historisch habe Humboldt gesagt, ohne Zweifel ist die Sklaverei das größte aller Übel, welche die Menschheit gepeinigt haben. Denn Darwin habe er sozusagen noch gar nicht gekannt, konnte also auch noch nichts von der Evolutionstheorie wissen. Und einige Kritiker sagen, wahrscheinlich hätte er diese Theorie auch positiv aufgenommen. Also man hat große Kritik an der Historizität dieses Romans geübt und man hat sogar gesagt, eben mit seinen Äußerungen
habe er Darwin und Humboldt nicht nur beleidigt, sondern nicht nur die beiden habe er beleidigt, sondern auch die Leser. Der Historiker Franz Holl hat gesagt, Alexander von Humboldt war kein Kleingewachsener, roboterhaft in Uniform und mit Degen den Urwald untersuchender, pädophiler, überheblicher, humorloser, fast immer schlecht gelaunter, chauvinistischer Forscher. Er war auch nicht der positivistische Läusezähler, als den Kehlmann ihn hehlstellt. Und so kommt er zum Fazit, das Buch sei nicht mehr als ein sinnfreier historischer Spaß. Und alle, die etwas für ihre Allgemeinbildung tun möchten, die sind bei der Vermessung der Welt an der falschen Adresse. Trotz dieser heftigen Kritik an dem Roman ist der Roman eigentlich begeistert aufgefasst worden. Von der Zeit, von Hubert Winkels, von in der Frankfurter Rundschau, vom Spiegel, von der New York Times. Natürlich auch immer wieder Kritikpunkte. Zum Beispiel die New York Times hat gesagt, herrlich geschildert, aber eben sozusagen mit großer Geste angefangen, aber diese große Geste habe nicht die Größe erreicht, die das Material, das historische Material vorgebe. Man hat ihm vorgeworfen, dass er die Protagonisten in einer grob beleidigenden Weise falsch dargestellt habe. Das war die Fachzeitschrift American Mathematical Society 2008. Gauss sei höchst ungerecht und voreingenommen geschildert worden. Das Bedenkliche an dem Buch sei, dass es den falschen Eindruck einer gut recherchierten historischen Erzählung hinterlasse und damit einem breiten Publikum ein falsches Bild der Personen von Gauss und Humboldt vermittle. Etwas, was Kehlmann so überhaupt gar nicht intendiert hat, nämlich eine wahrheitsgetreue Wiedergabe, Schilderung dieser beiden Personen zu machen. Elke Heinreich hat ihn dann 2009, also wirklich verdammt, ihn mit dem Titel Vergesst Kehlmann, also forget it, der wird überschätzt und so weiter und so fort. Die Frage ist, ob diese Kritik berechtigt ist, ob es wirklich um Authentizität in diesem Roman geht und ob das Kriterium der Authentizität angemessen ist an diesen Roman. Und ich finde, das ist es nicht und das will ich begründen. Was tut ein historischer Roman? Ein klassischer historischer Roman versucht, durch gute Quellenrecherche einer Person oder einer Zeit so gerecht wie möglich zu werden. Dahinter steckt so ein gewisser Wahrheitsanspruch, den auch Historiker gehabt haben. Historiker versuchen, der historischen Realität so gerecht wie möglich zu werden, sich an die sogenannten Fakten zu halten. Und historische Romane haben den Vorteil, dass sie eben romanhaft ergänzen können zu einem sinnhaften Ganzen, was der Historiker nicht darf, wo er nur Vermutungen anstellen darf und das auch so deutlich machen muss. Nun ist gerade im 20. und 21. Jahrhundert der Wahrheitsbegriff ja einer starken Kritik unterzogen worden. Man tendiert dazu, zu sagen, dass eigentlich alle Werke, auch die der Historiker, perspektivischer Natur sind. Alles Forschen und Erzählen sind bedingt durch die Perspektive des Forschenden und Erzählenden. Von daher ist der Begriff der Authentizität als Kriterium eigentlich fragwürdig geworden. Ich habe Ihnen schon bei der Lesung der Anfangszeilen des Romans deutlich gemacht,
dass hier der größte Mathematik eigentlich ziemlich lächerlich dargestellt wird. Und ein Mathematiker, von dem man sagt, er sei der Fürst der Mathematik. Ich habe mal nachgeguckt, auf welchem Rang Gauss geführt wird. Und in einer Rangliste bekommt er die Nummer 23 nach solchen Mathematikergrößen wie Pythagoras und Al-Khwarizmi, also dem Erfinder der Zahlentheorie überhaupt sozusagen und dem Vermittler der indisch-arabischen Ziffern. In einer anderen Liste, die geführt wird ab mit Mathematikern seit der Aufklärung, gehört er unter die 10 besten Mathematiker, zu denen dann auch Euler und Poincaré gezählt werden. Schauen wir uns mal an, was Killmann selbst gesagt hat zu seinem Roman, wie man ihn verstehen könnte. Was sagt Killmann zu den Vorwürfen? Er hat am 13.11.2022 eine Schillerrede gehalten. Aus der möchte ich Ihnen gern vorlesen. Die Frage des richtigen Abstandes, nicht nur in zeitlicher Hinsicht, beschäftigt einen ständig, wenn man über Menschen schreibt, die tatsächlich gelebt haben. Das war immer schon eine Domäne der Literatur. Auch König Macbeth hat einst Schottland regiert. Henry V. hat nicht nur bei Shakespeare, sondern auch im realen Agincourt die Franzosen besiegt. Torquato Tasso und Lenz waren so real, dass sie uns Werke hinterlassen haben, die kaum weniger bedeutend sind als jene, in denen sie vorkommen. Und nun macht Killmann in dieser Schillerrede eine Unterscheidung zwischen Prosatexten, Romanen und Theater. Einen ganz wichtigen Unterschied, nämlich, wenn ein Zuschauer einen Schauspieler auf der Bühne sehe, so komme er nie gerät er nie in Gefahr, diesen Schauspieler mit der realen Persönlichkeit zu verwechseln. Zitat: Dieser Unterschied zwischen Theater und Roman ist nicht trivial. Seinetwegen gibt es um historische Figuren in erzählender Prosa immer ein Flackern, eine Unsicherheit, eine Grundverwirrung, die wir im Theater oder im Film nicht erleben. Ja? Und ja, genau das sei eben sozusagen letztlich mit diesem Roman eben passiert. Jetzt fragt er sich weiter in der Rede. Was er immer getan hat und tun wollte, war Geschichten erfinden. Und nun die Frage, die er aufwirft: Wie weit kann, darf, soll man also gehen beim Erfinden? Erlaubt das Wort Roman, solange es nur gut sichtbar über dem Text prangt, alles? Wie immer gibt es eine erste einfache Antwort und die lautet natürlich: Kann, soll, darf man alles erfinden? Denn die Kunst muss alles dürfen und diese Antwort ist nicht falsch. Aber ist sie darum auch richtig? Wer über die Lebenden schreibt, muss sich vorsehen, denn sie können sich wehren, notfalls mit Hilfe der Gerichte, während der Fall bei den Verstorbenen umgekehrt liegt. Schreibst du über sie, musst du dich vorsehen, weil sie dir ausgeliefert sind. Das Einzige, was sie schützt, ist dein Sinn für Angemessenheit. Und die Frage danach ist seltsamerweise aufs Engste verbunden mit der Frage der Macht. Und so kommt er zum Schluss. Humboldt war ein einflussreicher Mann. Ich kann ihm einiges andichten. Ja? Männer, die große Männer waren, die einen guten Ruf haben, die mächtige Männer waren und auch in der Geschichte nach ihrem Tod eine mächtige Rolle spielen, kann man auch ein bisschen ironisch betrachten, während andere Menschen, die nicht das Glück hatten,
großartig Beachtung zu finden oder eben auf der schwachen Seite, der Schattenseite des Lebens standen, die muss man eben auch als humaner Mensch mit Vorsicht behandeln. Und so, sagt er weiter in der Schillerrede, Satire tritt in ihr Recht nur gegenüber den Mächtigen. Gegenüber den Machtlosen wäre sie der ärmlichste, billigste Spott von oben. Nur über die privilegierteste Familie der Welt kann man zu Lebzeiten fast aller Beteiligten eine Serie wie The Crown drehen. Bei wirklich jeder anderen wäre es primitive Rufschädigung. Und seine weitere Schlussfolgerung ist, welcher Autor behandelt welche Menschen wie? Das ist die Frage. Und er kommt zu dem Schluss, die gleichen Sätze an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Menschen zu Papier gebracht, wäre etwas völlig anderes. Es kommt darauf an, wer schreibt über wen, wann, wo. Und das spielt letztlich dann eben für die Darstellung eine Rolle. Ein Autor, der eben sich einer historischen Person zuwendet, ob die nun noch real existiert oder schon verstorben ist, noch lebendig ist oder schon verstorben ist, muss ich immer fragen, wie weit kann ich gehen? Und das ist eine Frage des Anstands, der Angemessenheit. Nun hat er sich eben in diesem Roman Die Vermessung der Welt zweier der bedeutendsten und anerkanntesten Menschen Europas, der Wissenschaftsgeschichte, zugewendet und sie mit ein wenig Spott auch geschildert. Und das hat er eben auch gesagt von seiner Anstellung gegenüber diesen Menschen. Solle man nicht immer auf den, man muss den Autor sozusagen berücksichtigen, aber man soll nicht autobiografische Züge in etwas erkennen, wo es keine gibt. Und so hat er in einem Interview gesagt, in einem Interview, das er am 17.03.2012 gegeben hat. Da hat ihn die Interviewerin gefragt, der in einem Roman dargestellte Schriftsteller sauge seine Umgebung wie ein Vampir aus. Und die Antwort Kehlmann war es, genau, und das fasziniert mich, weil ich viele Schriftsteller kenne, die so sind. Ich bin aber gerade nicht so. Nicht, weil ich so nett bin, sondern weil ich gern erfinde. Und das möchte ich ihm festhalten. Seine Geschichten sind erfundene Geschichten. Und er wollte gar nicht, beanspruchte gar nicht, authentisch wahr zu schreiben. Was also hat ihn bewogen, diese beiden Personen auszuwählen, um sich ihnen in einem Roman zu widmen? In der Schillerrede sagt er, er habe einen südamerikanischen Roman schreiben wollen und habe als Hauptfigur einen Deutschen gewählt, der Südamerika bereist habe, da man sich lächerlich mache, wenn man über eine, Zitat, wenn man über Dinge zu schreiben unternimmt, die keinerlei Verbindung zur eigenen Kultur, zur eigenen Vergangenheit, dem selbst geteilten, gelebten Leben und der eigenen Sprache haben. Also, sagt er, ein südamerikanischer Roman, ein Roman über Südamerika mit den Augen eines Deutschen. Schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Was sind das für zwei Deutsche, die er hier in den Fokus stellt? Wie gesagt, zwei Deutsche, die die Wissenschaftsgeschichte im 19. Jahrhundert vorangebracht haben. Und zwar so weit, dass ihr Zugang eben wirklich letztlich auch zu einer neuen Einstellung der Wissenschaftler geführt
hat die bei der Eroberung der Welt im Imperialismus eine Rolle gespielt hat. Das sind zwei Deutsche. Bei der Eroberung der Welt waren dann vor allem Engländer und Franzosen und später dann auch Amerikaner wichtig. Aber genau, die Frage ist nun, worin bestand eigentlich die Leistung dieser beiden Deutschen, Gauß und von Humboldt? Und dazu habe ich mich nochmal schlau gemacht. Beide sind Repräsentanten von Naturwissenschaften der modernen industrialisierten Welt. Und was macht diese neue industrialisierte Welt des späten 18. und 19. Jahrhunderts? Sie verbindet die theoretischen Wissenschaften mit der Praxis. Physik, Chemie, Mathematik treten aus dem Elfenbeinturm heraus und verbinden sich mit Technik. Es entsteht ein neuer Beruf, der Beruf des Ingenieurs und eines akademisch ausgebildeten Kombination aus Handwerker und Naturwissenschaftler. Und diese Kombination von Theorie und Empirie ermöglicht den Siegeszug Europas über die Welt. Es sind nun Experimentalwissenschaftler, die die Welt erforschen, die bei all ihren Theorien, ihren Mathematik ist eine Geisteswissenschaft, eine theoretische Wissenschaft, die eben nie dabei die Augen, die Welt, die dingliche Welt aus den Augen verlieren. Beide Wissenschaftler, sowohl Gauß als auch Alexander von Humboldt, schauen auf die Welt, schauen auf die Natur. Und so wird Gauß sich betätigen in der Astronomie, in der Landvermessung. Er macht Versicherungsmathematik, Statistik, also sehr konkret für das Leben der Menschen nützliche Dinge. Er widmet sich zum Beispiel dann auch der Sterbestatistik. Und man schaut nun mit sozusagen mathematischem Blick, mit Hilfe von Gerätschaften, technischen Geräten die Welt an, durch ein Okular und schreitet damit aber auch über Grenzen hinweg, die die einzelnen Wissenschaftsdisziplinen bis jetzt voneinander getrennt haben. Gauß' bahnbrechende Entdeckungen in der Geodäsie, Astronomie, Landvermessung, Errichtung von Messstationen, Erfinder der elektromagnetischen Telegrafie, Arbeiten über Erdmagnetismus, Statistik, Zahlen statt reiner Zahlentheorie, Statistik, Versicherungsmathematik, Sterbestatistik, das habe ich schon erwähnt, eben. Und Humboldt auf der anderen Seite, ein Naturforscher, der nun alles vermisst, was man nur überhaupt vermessen kann, der in den Dschungel geht, in Höhlen kriecht, auf Berggipfel steigt, Flüsse durchquert, ungeheure Strapazen auf sich nimmt, mit seiner Botanisiertrommel alles vermisst, was nur zu vermessen ist. Das Klima, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, die Erdschichten, alles ist Gegenstand seines Interesses. Er blickt also auf die Natur und versucht dadurch auch zwei Theorien der Erdentstehung zu erforschen. Einmal eben den Neptunismus oder auch den Vulkanismus. Ich zitiere Gauß, 200, Seite 268, was er sozusagen über seine Arbeit sagt. Ja? Gauß. Wo nur Bäume, Moos, Steine und Graskuppeln gewesen war, spannte sich jetzt ein Netz aus geraden Winkeln und Zahlen. Nichts, was einmal jemand vermessen hatte, war noch oder konnte je sein wie zuvor, aufgrund der Arbeiten, die er gemacht hat. Und Humboldt wird es, so wie es Gilman beschreibt, an anderer Stelle so folgendermaßen beschreiben.
Das Verständnis des Kosmos sei weit fortgeschritten. Mit Fernrohren erkunde man das Universum, man kenne den Aufbau der Erde, ihr Gewicht und ihre Bahn, habe die Geschwindigkeit des Lichtes bestimmt, verstehe die Ströme des Meeres und die Bedingungen des Lebens, und bald werde man das letzte Rätsel, die Kraft der Magneten, gelöst haben. Das Ende des Wegs sei in sich, die Vermessung der Welt fast abgeschlossen. Der Kosmos werde ein Begriffener sein, alle Schwierigkeiten menschlichen Anfangs wie Angst, Krieg und Ausbeutung würden in die Vergangenheit sinken, wozu gerade Deutschland und nicht zuletzt die Forscher dieser Versammlung den vordringlichsten Beitrag leisten müssten. Die Wissenschaft werde ein Zeitalter der Wohlfahrt herbeiführen, und wer könne wissen, ob sie nicht eines Tages sogar das Problem des Todes lösen werde. Ja? Und diese Vorstellung, die nun diese ganze Fortschrittsgläubigkeit der Wissenschaft und Europas formuliert, über die macht sich Kehlmann ein wenig eben lustig. Und über diese Fortschrittsgläubigkeit, und das ist eigentlich der Tenor, der seinen ganzen Roman durchzieht, wieder wählt er zwei Extremnaturen, Gauss und Humboldt, genialische Persönlichkeiten auf ihren Gebieten, aber alltagsuntauglich, weltfremd, zeigt er sie. Und so haben wir, so wie er das schildert, Paradoxa bei diesen beiden Personen, die einfach wirklich hervorragende empirische Forschung betreiben und andererseits sowas von weltfremd sind, dass sie ohne Hilfe von anderen eigentlich gar nicht existieren können. Ja? Und die bei der ganzen ins Auge nehmen von Natur und Welt eigentlich nichts sehen. Und das zähle ich ihn wieder mit einem Zitat. Ja. So wie Gauss durch die Welt ging, wenn er halblaut redend durch die Straßen ging, fühlte er sich wacher denn je. Ohne hinzusehen, wich er den Leuten aus, nie stolperte er. Einmal sprang er grundlos zur Seite und war nicht einmal überrascht, als in derselben Sekunde neben ihm ein Dachziegel zerschellte. Die Zahlen entführten einen nicht aus der Wirklichkeit, sie brachten sie näher heran, machten sie klarer und deutlicher, wie nie. Die Zahlen begleiteten ihn jetzt immer. Er vergaß sie nicht einmal, wenn er die Huren besuchte. Ein Mathematiker, der mit Zahlen in den Pupillen durch die Augen geht. Und so springt er eben in der Hochzeitsnacht, das schildert Kehlmann, aus dem Bett, weil er ihm ein genialer Gedanke gekommen ist, zu den Planetenbahnen, ein Messfehler kann er approximativ korrigieren, also annähernd durch eine Annäherungsformel korrigieren. So versäumt er auch die Geburt seines ersten Kindes. Und Humboldt wiederum ist total realitätsfremd. Er kommt in Südamerika in Gebiete, wo man ihn warnt, dort gibt es Menschenfresser. Und er bekommt dann tatsächlich etwas aufgetischt, was doch sehr einem Körper eines Kindes entspricht. Und er probiert davon. Wo alle sagen, Mensch, das darfst du nicht. Und später leugnet er, probiert zu haben von Menschenfleisch. Und das zeigt seine vollständige Weltfremdheit. Und ich lese Ihnen jetzt noch die Begegnung mit Jefferson vor, die ich einfach wirklich ausgesprochen witzig geschildert finde. Thomas Jefferson begrüßt ihn und hat eine Brille auf. Die Brille interessiert Alexander von Humboldt, die will er genau untersuchen. Jefferson setzt die Brille ab, gibt sie ihm. Und nun, während Humboldt die Brille untersucht, fragt ihn Jefferson aus. Und das lese ich Ihnen vor.
Während Humboldt die Brille untersuchte, faltete Jefferson die Hände auf der Brust und begann, Fragen zu stellen. Wenn Humboldt abschweifte, schüttelte er mild den Kopf, unterbrach und fragte noch einmal. Auf dem Tisch lag wie zufällig eine Karte von Mittelamerika. Er wollte alles über Neuspanien, dessen Transportwege und Bergwerke wissen. Es interessierte ihn, wie die Administration arbeitete, wie im Land und über den Ozean hinweg Befehle übermittelt wurden, wie die Stimmung unter den Adligen war, wie groß die Armee, wie ausgerüstet, wie gut ausgebildet. Wenn man eine Großmacht zum Nachbarn habe, könne man nie genug Informationen besitzen. Dennoch mache er den Herrn Baron darauf aufmerksam, dass er im Auftrag der spanischen Krone gereist sei. Womöglich verpflichte ihn das zur Verschwiegenheit. »Ach, warum?« sagte Humboldt. »Wem solle es schaden?« Er beugte sich über die Karte, deren zahlreiche Fehler er gerade berichtigt hatte, und markierte mit genau gesetzten Kreuzen die Standorte der wichtigsten Garnisonen. Jefferson bedankte sich seufzend. Was wisse man hier schon? Man sei eine kleine Protestantengemeinde am Rand der Welt, unendlich weit von allem. Und das ist so eine witzige Schilderung, finde ich, weil jedem klingelt natürlich die Ohren. Ein amerikanischer Präsident, der bald die Welt erobern wird, fragt einen naiven Wissenschaftler aus über Transportwerke, Wege, über Bergwerke, über Administration, über Garnisonen. Das ist, finde ich, einfach witzig geschrieben. Ja? Und das ist einfach ganz typisch für die beiden. Gauss beklagt sich mal, dass der Landesherr ihn nicht empfange, nicht reagiere auf seine Briefe. Und dann sagt man ihn, ja, hast du nicht mitbekommen, dass Krieg ist? Ja. Gauss kommt in diesen Kleinstadt Berlin noch und kann sich nicht orientieren, der große Mathematiker, der Landvermesser. Und das ist einfach ganz, ganz witzig beschrieben an diesen beiden Personen und zeigt sie auf eine, charakterisiert sie auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie sind sehr unterschiedlich. Alexander von Humboldt, eher geschlechtslos, eben, wie gesagt, scheint er Neigungen zu seinem eigenen Geschlecht oder sogar zu Kindern gehabt zu haben. Und Gauss, der sehr interessiert war am weiblichen Geschlecht und viele, viele Kinder gezeugt hat und dann auch immer noch während seiner Ehe zu Prostituierten gegangen ist, um sich ausleben zu können. Tiefe Ausschnitte von Damen, da hat er wohl auch gut hineingeguckt. Alexander von Humboldt hingegen kann mit den Damen nichts anfangen. Das ist eben wirklich, das wurde da, deswegen wurde er kritisiert. Ich finde die Geschichte aber ausgesprochen lustig, so wie sie Kehlmann beschreibt. Häufig kamen Frauen zu Besuch. Humboldt zählte die Läuse in ihren geflochtenen Haaren. Sie kamen in Gruppen, flüsterten miteinander und kicherten über den kleinen Mann in seiner Uniform mit der im linken Auge festgeklemmten Lupe. Montplan litt unter ihrer Schönheit. Er fragte, wozu eine Statistik über Läuse gut sei. Man wolle wissen, sagte Humboldt, weil man wissen wolle. Noch habe niemand das Vorkommen dieser bemerkenswert widerstandsfähigen Tiere auf den Köpfen der Bewohner der Äquinoktialgegenden untersucht. Das sind ja, ich finde, ja, das ist einfach witzig geschrieben und das macht diesen Roman für mich nach wie vor liebenswert. Sie sind beide unfähig, ihre Gefühle zu leben, ihre Gefühle mitzuteilen. Bonpland, der Humboldt nicht von der Seite weicht, ist eigentlich sein Freund, aber Humboldt nimmt ihn eigentlich nicht wahr, will auch immer an erster Stelle stehen. Gauss liebt seine Kinder nicht, sie sind ihm nicht wichtig. Und was ihm wichtig ist alles Humboldt eben, was tot ist, was man präparieren kann. Und das ist in Pflanze und das sind letztlich dann auch
Menschen. Er nimmt dann eben Tote mit, auch auf seinen Reisen, weil er sie untersuchen will. Und genau, für ihn ist Leben nur dort schätzenswert, wo es tot ist. Beim Botaniker Villeneuve sah der Jüngere zum ersten Mal getrocknete Tropenpflanzen. Sie hatten fühlerartige Auswüchse, Knospen wie Augen und Blätter, deren Oberfläche sich anfühlte wie menschliche Haut. Aus Träumen kamen sie ihm vertraut vor. Er zerschnitt sie, machte sorgfältige Skizzen, prüfte ihre Reaktion auf Säuren und Basen und verarbeitete sie säuberlich zu Präparaten. Er wisse nun, sagte er zu Kund, womit er sich befassen wolle, mit dem Leben. Ja? Leben ist für ihn das, was man zerschneiden und präparieren kann. Und so schildert es Killmann, und das wird mich dann zu meiner abschließenden Interpretation führen. Beide Forscher haben kein Gefühl für das Schöne, für die Kunst, auch für das Schöne der Natur. So versäumt Humboldt zum Beispiel eben eine totale Sonnenfinsternis, weil er durch den Sextanten schauen muss und nicht dieses großartige Naturerlebnis, das es zu seiner Zeit noch einmal gibt, beobachtet. Und ganz witzig auch eben geschrieben. Er wird aufgefordert, Humboldt ein Gedicht vorzutragen, und er wählt Wanderers Nachtlied von Goethe. Nun, eines der schönsten Gedichte, die die Weltliteratur kennt und die deutsche Literatur natürlich insbesondere. Über allen Wipfeln ist Ruhe, in allen Gipfeln spürest du kaum einen Hauch. Das kennt jeder von ihnen. Und er soll das zitieren und zitiert es nun folgendermaßen. Gefragt, ob er Geschichten kenne. Geschichten wisse er keine, sagte Humboldt und schob seinen Hut zurecht, den der Affe umgedreht hatte. Auch möge er das Erzählen nicht. Aber er könne das schönste deutsche Gedicht vortragen, frei ins Spanische übersetzt. Oberhalb aller Bergspitzen sei still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig und bald werde man tot sein. Alle sahen ihn an. Fertig, sagte Humboldt. Ja, wie? Fragte Bonpland. Humboldt griff nach dem Sextanten. Entschuldigung, sagte Julio, das könne doch nicht alles gewesen sein. Das sei natürlich keine Geschichte von Blut, Krieg und so weiter, aber eben, ja. Und da merkt man, dass Humboldt eben wirklich in keinster Weise irgendwie eine Vorstellung hat, was, was Kunst ist, was die Schönheit der Kunst ausmacht. Das ist, finde ich, ausgesprochen witzig. An einer anderen Stelle sagt Humboldt: Sein Bruder, sagte Humboldt, habe erst kürzlich eine tiefsinnige Studie über Schiller verfasst. Ihm selbst habe Literatur ja nie viel gesagt. Bücher ohne Zahlen beunruhigten ihn. Im Theater habe er sich stets gelangweilt. Ganz richtig, rief Gauss. Künstler vergessen zu leicht ihre Aufgabe, das Vorzeigen dessen, was sei. Künstler hielten Abweichungen für eine Stärke, aber Erfundenes verwirre die Menschen, Stilisierung verfälsche die Welt. Bühnenbilder etwa, die nicht verbergen wollten, dass sie aus Pappe seien, englische Gemälde, deren Hintergrund in Ölsoße verschwimme, Romane, die sich in Lügenmärchen verlören, weil der Verfasser seine Flausen an die Namen geschichtlicher Personen binde. Abscheulich, sagte Gauss. Das ist doch, finde ich, nun ausgesprochen witzig geschrieben und beschreibt eigentlich in Nutze, was Killmann selbst mit seinem Roman macht. Wie sagt Humboldts Lehrer zu Humboldt? Und das nimmt sich Alexander von Humboldt dann auch zu Herzen. Wann immer einen die Dinge erschrecken, sei es eine gute Idee, sie zu messen. Und Humboldt sagt an späterer Stelle,
ein Hügel, von dem man nicht wisse, wie hoch er sei, beleidige die Vernunft und mache ihn unruhig. Und so charakterisiert Kehlmann auch die beiden. Dort, wo etwas auftaucht, was die beiden nicht messen können, nicht in Zahlen fassen können, werden sie unruhig und verdrängen das auch ganz schnell. Und er beschreibt in seiner Schillerrede, dass eine ganz wichtige Anekdote die Begegnung Humboldts mit einem Wassermonster ist. Und das beschreibt er so. Kurz vor Teneriffa sichteten sie ein Seeungeheuer. In der Ferne, fast durchsichtig vor dem Horizont, hob sich ein Schlangenleib aus dem Wasser, bildete zwei ringförmige Verschlingungen und blickte mit im Fernrohr sehr deutlich erkennbaren Edelsteinaugen zu ihnen herüber. Um sein Maul hingen barthaardünne Fasern. Schon Sekunden, nachdem es wieder untergetaucht war, glaubte jeder, er hätte es sich eingebildet. Vielleicht die Dünste, sagte Humboldt, oder das schlechte Essen. Er beschloss, nichts darüber aufzuschreiben. Und das, sagt Kehlmann, sei ein der Glutkern des Buches. Nämlich beide Forscher verdrängen Erscheinungen, Erfahrungen, die nicht in ihr logisches, vernünftiges Weltbild passen. Und das bringt mich zu meiner abschließenden Bewertung oder, wie soll ich sagen, Beschreibung des Romans. 2005 erschienen ist es eben, wie die beiden geschildert werden, möglich in einer Zeit, die eine starke Kritik am Fortschrittsglauben und äußert und an einem Weltbild, das nur von Vernunft, von Logos durchdrungen ist, das die Aufklärung, das Licht der Aufklärung hochlobt und dabei alles, was diesem Logik widerspricht, was aber wahrgenommen werden kann, verdrängt. Kehlmann sagt in seiner Schillerrede, Aufklärung heißt immer ignorieren, heißt immer auch verdrängen, nicht aus Blindheit, sondern aus bewusster Entscheidung. Humboldt wird seine Mutter in einer Höhle, in einer Halluzination als Geist erscheinen und später nochmal in einer spiritistischen Veranstaltung in Europa. Und beides Mal wird er schnell weggucken, weil was nicht sein kann, darf nicht sein, was nicht sein darf, kann nicht sein. Der Anspruch dieser beiden Forscher und der Europas, des fortschrittsgläubigen Europas war, die Welt zu vermessen. Und Kehlmann schildert diesen Akt der Vermessung als Vermessenheit, als etwas, was der Welt letztlich eben doch nicht angemessen ist. Und so wird er eben am Schluss beide Protagonisten auch in ihrem Scheitern schildern. Humboldt auf der Russlandreise, Gauss mit seiner nachlassenden Geisteskraft, mit seiner altersbedingten Konzentrationsschwäche. Und insofern ist dieser Roman dann eben doch eine reine Erfindung, aber eben doch keine reine Erfindung. Er schildert nur Realität als Perspektive, als eine Perspektive auf eine Zeit, auf zwei Personen, die Fortschritt, Logik, Aufklärung, Vermessung zum Lebensinhalt machen und die letztlich scheitern, so wie dieser Fortschrittsgedanke eben in der Moderne, in der Gegenwart, in seinem Scheitern offenbar wird. Denn sehr viel, was nur logisch begründbar scheint und was ich auch nach wie vor wichtig finde, logisch zu begründen, hat halt seine Grenzen. Und als aufgeklärter Mensch
sollte man das, was man beobachtet, nicht einfach beiseite schieben, sondern auch das sollte man in den Blick nehmen und nicht verdrängen. Und das, ich liebe diesen Roman, ich kann ihn nur empfehlen, er ist immens oft millionenfach verkauft worden, aber ich finde auch zu Recht. Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt.